Von ihnen können wir alle noch viel lernen und dies auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Das Bienenprojekt BEd der Universität Trier ist jetzt schon ein großer Erfolg. Ich bin ein Fan von den Bienen, weil die Bienen erziehen mich. Also ich bin ihre Lehrling sozusagen. Dabei ist die Ruhe entscheidend. Wenn man an ein Bienenvolk drangeht, dann muss man ohne Hektik agieren und mit den Bienen arbeiten. In diesem bundesweit einmaligen Projekt werden zukünftige Lehrer, Schülergruppen, Erzieherinnen und Lehrkräfte sehr praxisnah im Lehrbienenstand und Trachtgarten über den faszinierenden Superorganismus Biene aus- und weitergebildet. Im Projekt BEd, das Bienenprojekt der Universität Trier, geht es primär um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe sind die Lehramtsstudierenden Biologie, die hier nachhaltiges Imkern lernen sollen und als Multiplikatoren diese Imkerei dann auch an die Schulen tragen sollen, Bienen-AGs gründen. Dann geht es darum, dass im Rahmen der Hochschulgruppe auch andere Studierende die Möglichkeit haben, hier nachhaltiges Imkern zu lernen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und wir wollen auch die Schulen hierher holen, Schulklassen, die dann mit den Bienen arbeiten und experimentieren werden. Im Projekt BEd können interessierte Studierende auch anderer Fachbereiche sich selber aktiv einbringen. Spannende Einblicke bietet zum Beispiel das eigene Honiglabor. Hier darf auch mitgearbeitet werden. Ich finde das ganz toll, dass die Idee von zwei Studierenden ausgegangen ist und Frau Professor Dr. Müller ja diese Idee mit sehr viel Engagement aufgegriffen hat und eine Basis für so ein Modellprojekt, was auch andere sich gerne ansehen und vielleicht auch in ihren Bereichen umsetzen wollen. Ich finde ganz toll, dass es hier Forschungsansätze gibt, die sich jetzt nicht nur auf Bienengesundheit beziehen, sondern eben auch diesen didaktischen Ansatz haben. Wie vermittle ich dieses Wissen an künftige Lehrer und Lehrerinnen? Ich glaube, das ist eine tolle Voraussetzung für einen ganz spannenden und praxisnahen Unterricht.